Hallo, was machen Sachen? Willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Wie hinter mir schon sehen kann, dreht sich heute alle um Wasser. Wir werden Seen, Flüsse und auch Ozeane erstellen. Alles ganz, ganz simpel mit den Unreal-eigenen Tools dafür, die interaktiv sind mit unserer Landscape, sprich alles, was wir tun, interagiert halt mit der Landscape. Wir ziehen Flüsse auf, wir ziehen Ozeane auf und die Landscape reagiert darauf, was wir halt erstellen möchten. Macht alles viel, viel einfacher, wie es früher war, wo man dann halt noch ein bisschen rumfiddeln musste mit Planes und Materials aufsetzen und alles Mögliche aufsetzen. Das ist jetzt alles sehr viel einfacher, da Unreal das alles schon standardmäßig in der Engine hat. Es ist alles auch schon in der Engine drinnen, wir müssen nichts runterladen, wir müssen es nur aktivieren. Und ja, dazu gehen wir einfach direkt in die Engine an sich und ich zeige euch, wie ihr die Plugins aktivieren könnt und wie man die dann halt auch benutzt. Also lasst uns damit anfangen. So, dann wollen wir mal anfangen, unsere Insel zu erstellen. Noch ist hier in dem Level nichts drin. Es ist ein komplett blanko neues Level. Es ist ein bisschen Licht drin, das Sky ist viel und so weiter. Wir wollen ja auch was sehen. Ansonsten halt nichts Neues. So, das Erste, was wir machen müssen, ist, wie gesagt, die Plugins sind zwar in Unreal Engine vorhanden, aber sie sind nicht aktiv oder nicht aktiviert. Das müssen wir jetzt erstmal tun. Wir gehen unter Edit, gehen Plugins. Dann brauchen wir erstmal Water. Einmal das Wasser an sich. Ihr müsst das enablen, das habe ich hier schon getan. Und dann brauchen wir eine Landmass. Landmass hier. Das habe ich auch schon enabled. Diese beiden Sachen müssen enabled sein. Wenn ihr die nicht habt, klickt das Kästchen an, startet das neu und dann könnt ihr das nutzen. So. So, das nächste, was wir brauchen, ist unsere Landscape. Das Wassertool arbeitet zusammen mit der Landscape. Das ist ein interaktives Tool, also beide gehören zusammen. Wenn man Wasser haben will, braucht man die Landscape. So, dann gehen wir hin, machen uns eine neue. Ich mache die Seite. Ich mache, keine Ahnung, mal 8x8. Ich glaube, das ist der Standard. Na, ah, das ist ein bisschen groß. Ah, 4x4. So, das reicht ja fürs Erste erstmal aus. Wichtig ist, ihr müsst darauf achten, dass die Layer enabled sind. Hier, Enable Added Layer. Die brauchen wir. Das Wasser und die Landscape sind auf zwei verschiedenen Layer. Dementsprechend müssen wir das halt aktivieren, sonst habt ihr Probleme, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann drücken wir Create. So, jetzt haben wir hier unsere Landscape. Um die Landscape werde ich mich in dem Tutorial nicht kümmern, ich werde mich nur auf Wasser fokussieren, sprich ich werde keine Materialien oder sonstige Geschichten drauf machen. Dafür haben wir andere Tutorials, die könnt ihr euch ansehen, die sind unten verlinkt oder in der Playlist. Wir gucken jetzt nur nach dem Wasser. Und dazu müssen wir aus dem Landscape-Mode raus, in den Edit-Mode. Dort suchen wir dann unter Create. Ich packe mir den Place Actor of Panels mal an die Seite. Die können wir nie suchen, dann macht man das alles einfacher. Dann suchen wir Water und jetzt haben wir hier schon jede Menge Zeug von Seen über Ozeane und Flüssen. Wir brauchen ja einen Ozean und wir wollen erstmal eine Insel erstellen. Also machen wir den Ozean erstmal hier rein. Da ist auch schon Wasser. Dann nehmen wir diese Pinökel und gucken, in welche Richtung wir die ziehen. So haben wir eine Insel und so haben wir dann halt ein Loch. Müsst ihr ein bisschen gucken, das hatte mich das erste Mal verwirrt, dass ich die auseinanderziehe und auf einmal hatte ich, keine Insel, sondern nur ein riesiges Loch im Boden. Das war nicht so gut. Das ist nicht das, was ich wollte. Dann ziehen wir uns das zurecht. Wir können uns hier eine kleine Insel rausformen. Ich würde gerne mein Wasser weiter verformen. So, anfangs haben wir nur 4 von diesen Punkten. Wenn wir noch mehr brauchen, können wir einfach hingehen, auf Alt drücken und weiter verschieben. Zack, haben wir einen neuen. Dann können wir hier unsere Insel so verformen, wie wir es möchten. Und wie ihr seht, es passt sich automatisch alles an. Das erspart uns einen Heidenarbeit. Und wir haben hier erst schon mal eine relativ nice Insel. Wie gesagt, Materialien etc. mache ich nicht drauf. Das Wasser hier hat jetzt das Default Material drauf. So ist das halt standardmäßig von Unreal raus. Wenn euch das nicht gefällt, das passt euch nicht in die Szene oder ihr wollt da was verändern, ist das kein Problem. Das Ganze ist komplett interaktiv aufgebaut und ihr könnt das alles, wie ihr das möchtet, verändern. Wir gehen auf unserem Wasser weiter unten. Es ist relativ weit unten. Dort haben wir Water Material, also das Material für unser Wasser. Da können wir drauf, Doppelklick. Das sieht jetzt erstmal nicht so unspektakulär aus. Hier ist nicht wirklich was zu sehen. Aber das sind jetzt alle Werte für unser Wasser. Die können wir alle anpassen, so wie wir das machen möchten. Wir können zum Beispiel sagen, okay, das alles ist uns ein bisschen langsam. Wir gehen mal ein bisschen höher.
Und schon haben wir aktiveres Wasser, also es ist aufgewühlter. Alles das können wir hier komplett, so wie wir das möchten, anpassen. Ihr könnt ja mal gucken, was was tut und wie es euch gefällt. Ja, ihr habt hier komplett freien Lauf, wie ihr euer Wasser gestalten möchtet. Ja, ihr könnt das hier alles durchgehen, weil ihr seht, es ist schon jede Menge. Das möchte ich jetzt nicht einzeln durchgehen. Habt Spaß, probiert es aus, ist immer wieder schön. Und auch, ich finde, man lernt mehr, wenn man einfach sieht, was es tut. Ihr könnt ja einfach irgendwas anklicken und einfach mal ein bisschen drumherum spielen, was sich verändert. Was tut sich da? Und ganz unten haben wir auch also Absorption, wo man dann halt sagen kann, okay, wir passen das farblich ein bisschen an, wenn wir ein bisschen grünliches Wasser, so ein Türkis. Und schon haben wir ja ein bisschen Wasser geändert. Wie gesagt, tut euch nach Herzenslust da frei aus, was ihr machen möchtet. Probiert das alles aus. Falls ihr das übertreiben solltet und hier irgendwas nicht funktioniert oder euch das absolut nicht gefällt, ist das auch kein Problem. Ihr könnt das alles wieder rückgängig machen. Einfach die Pfeile drücken. Bei der Absorption müsst ihr das nochmal ein- und ausschalten. Das braucht nochmal eine Reaktivierung. Aber ansonsten könnt ihr alles einfach hier einfach mit den Pfeilen zurücksetzen. Und ihr kommt auf dem Standardwert wieder zurück, wie es von Unreal ist, und könnt nochmal von vorne anfangen. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, Kopien erstellen von dem Material und die dann halt einfach wegwerfen, löschen. Könnt ihr einfach hingehen, auf die Lupe sagen, okay, hier ist mein Material, dann dupliziere ich mir das und pack das dann da rein. Und wenn das mir nicht gefällt, schmeiße ich es halt weg. Das ist vollkommen euch überlassen, aber an für sich könnt ihr das Material nicht so schnell kaputt machen. Es gibt bestimmt Mittel und Wege, wie man das kaputt machen kann, aber es ist nie so einfach. So, und so könntet ihr dann halt auch euer Material anpassen. Das gleiche gilt hier für die Wellen. Die kann man auch einzeln anpassen. Je nachdem, große Wellen, kleine Wellen, was man denn so möchte. Und auch die kann man wieder zum Standard zurücksetzen, ohne dass hier irgendwas großartig kaputt geht. Alles schön interaktiv, das ist eigentlich ganz praktisch. Okay, das nächste, was wir vielleicht haben möchten auf unserer kleinen Insel, ist vielleicht ein kleiner See. Dann haben wir hier den Body Lake, Water Body Lake, den packen wir auch einfach hin. Dann haben wir auch wieder diese Schieberchen. Die packen wir dann dahin, wo wir sie haben möchten. Und wir sehen auch direkt hier, kommt direkt ein See, der sich anpasst. Und das streitet sich auch nicht unbedingt mit unserem Wasser von unserem Ozean. Das passt sich alles schön miteinander an. Und dann können wir hier sagen, okay, komm, ich will den da haben. Macht das ein bisschen so. Und ihr seht auch hier, wie schön das immer wieder ein bisschen tiefer geht, umso mehr ihr das auseinanderzieht. Jetzt haben wir hier auf unserer Insel einen See. Ich will den aber nicht ganz da haben. Ich nehme den einfach und pack den hier hin. Geht auch. Oder dahin. Weil ich möchte den gern einfach ein bisschen drin. Warum auch nicht? Alles schön interaktiv und geht mit, wie man es möchte. Es kann halt sein, wenn ihr die ein bisschen verschiebt, dass ihr euer Landscape ein bisschen verformt, aber die könnt ihr dann wieder mit den Landscape-Tools herstellen. Aber selbst wenn ihr hier verschiedene Berge etc. alles habt, arbeiten die miteinander und ja, verschieben sich so, dass sie halt ineinander passen. Das ist das Schöne daran, dass das so interaktiv ist mit der Landscape. Wenn ihr irgendwie einen Fluss durch Berge machen möchtet und der passt da theoretisch eigentlich nicht durch, sucht er sich halt durch das Material seine Wege, doch dadurch zu passen. Der passt sich halt, wie gesagt, der Landscape an. Wie es halt so echtes Wasser auch tun Würde. würde. Wenn bei dem See uns nicht gefällt, wie das Wasser hier abfällt, können wir auch das anpassen. Wir können sagen, okay, ich mache das ein bisschen tiefer, ich mache das ein bisschen steiler. Das können wir alles anpassen. Oder wir können sagen, okay, die Art und Weise, wie die Form verläuft, finde ich nicht gut. Dann können wir in die Curve gehen. Und sagen, ja, ich möchte die bearbeiten. Ich sage hier, das möchte ich ein bisschen steiler haben. Oder das hier. Weil das können wir anpassen, wie wir das so brauchen, wie wir das möchten. Das gleiche können wir auch übrigens hier in unserem Ozean machen, indem wir halt hier Gefälle und so weiter alles anpassen, ob wir einen flachen Eingang möchten oder nicht. Auch die Curve kann man hier alles anpassen. Ja, so. Okay, wir haben unseren Ozean, wir haben unseren See. Jetzt fehlt nur noch der Fluss. Den können wir auch einfach platzieren. Der Fluss ist so ein bisschen gemein. Der wird nämlich aus irgendwelchen Gründen nicht richtig herum in die Welt geladen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt. Da lag er halt quasi auf der Seite.
Den müssen wir drehen. Je nachdem. Ja, gut, diesmal hatte ich Glück gehabt, das war die richtige Richtung. Und zack, schon ist er da. Ich weiß nicht, wieso der immer falsch rum in die Szene geladen wird. Ich habe das jetzt schon öfters gehabt, dass er halt einfach so rumgeladen wird, wenn ihr den dann in die richtige Richtung dreht. Ihr seht es ja dann, wenn ihr den in die falsche Richtung dreht, macht er irgendwie gar nichts. Dreht den in die passende und zack, habt ihr einen Fluss. Und er richtet sich dann einfach entlang der Spline. Dann können wir den von einer Seite in die andere schieben. Und den können wir dann auch hier anpassen, wie wir es denn möchten. Auch mit Alt können wir weitere Ausläufer von dem Fluss hinzufügen. Die Spline vom Fluss hat eine Besonderheit, da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen. Anders wie jetzt bei Ozean und Lake, die man in der Z-Achse nicht bewegen kann, lässt der Fluss sich in der Z-Achse auch bewegen. Und dann können solche lustige Geschichten entstehen, wie ja, das Wasser fließt bergauf. Das tut das an für sich hier eigentlich nicht, aber in Unreal funktioniert sowas. So rum würde es mehr Sinn ergeben, so ein bisschen mehr Sinn. Das fließt immer noch den Berg rauf, aber hier immer ein bisschen besser weiter runter. Wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Außer ihr macht das mit Absicht, so, um eure Leute zu verwirren, aber passt da ein bisschen drauf aus. Ihr müsst nicht an die Physik denken, dass Flüsse nicht aufwärts fließen. Unreal denkt nicht dran. Ja, ein bisschen aufgepasst. Es kann unter anderem, wenn man halt sehr realistisch baut, die Welt ein bisschen zerstören, wenn auf einmal das Wasser bergauf fließt. Und auch den Fluss können wir natürlich, wie die anderen Wassermassen, natürlich auch noch bearbeiten, indem wir hier einfach in die Spline reingehen und sagen, okay, die Edge ein bisschen anders. Vielleicht ein bisschen tiefer. Oder ich möchte den Fluss ein bisschen kleiner haben. All das lässt sich auch hier anpassen. Eine Sache gibt es noch zu beachten, wie ihr seht. Wenn ihr mit eurem Fluss andere Wasserkörper kreuzt, sieht das unter Umständen nicht so geil aus. Die müsst ihr dann anpassen. Je nachdem, wie die Werte und die Materialien eurer anderen Wasserkörper sind, müsst ihr das halt dementsprechend anpassen. Hier haben wir halt unter Rendering Wake to. Hier haben wir dann unter Rendering River to Lake, River to Ocean. Da könnt ihr dann die entsprechenden Materials anpassen. Meistens funktioniert es relativ gut, wenn man einfach die Werte, die man in eurem Ozeanmaterial zum Beispiel hat, einfach hier mit übernimmt. Das funktioniert meistens gut. Es kann sein, dass man hier und da ein bisschen tweaken muss, dass es halt schöner aussieht. So, das nur, um es noch im Hinterkopf zu behalten. Da das ja extrem drauf sich ausrichtet, welche Materials ihr wo habt, kann ich jetzt da keine To-Go-Lösung sagen, sondern ihr müsst das einfach der Situation anpassen, wie es halt bei vielen Sachen so ist. Eine komplette Lösung gibt es halt nicht. So. Okay. Und so können wir halt mit Hilfe der Water Tools halt sehr, sehr simpel uns verschiedene Wasserkörper erstellen. Vom Ozean über den Fluss bis hin zum See ist alles kein Problem. Und für diejenigen, die halt verschiedene Inseln machen möchten, wir haben natürlich auch eine Insel. Die können wir einfach hier einfügen. Hier müsst ihr halt die komplette Insel verschieben. Wir können die einzelnen Splines nicht auf der Z-Achse bewegen. Und hier könnt ihr dann halt einfach wieder eine weitere Insel. Ach so, man sollte auf der originellen Landscape bleiben, sonst gibt es komische, wie ihr gesehen habt, komische Löcher. Wollen wir nicht. Machen wir hier so. Und schon haben wir hier eine zweite Insel und so können wir dann halt nach und nach, wie wir das da möchten, eine komplette Welt erstellen. Sei es hier verschiedene Inseln, eine Inselkette. Sei es halt eine große Insel, sei es, dass man halt einfach nur einen Fluss irgendwo durchmachen möchte oder einen See irgendwo reinpacken möchte. Wichtig ist hierbei nur, dass das halt nur in der Kombination mit der Landscape funktioniert. Wenn ihr halt euren Boden über eine andere Art und Weise in Unreal reingemacht habt, sprich über ein Mesh, funktioniert das so nicht. Das muss eine Landscape sein. Man muss auch nicht unbedingt die komplette Karte über eine Landscape nehmen, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Stadt habt und ihr habt einen Park und da soll ein See rein, dass ihr sagt, okay, den Park an sich, den mache ich jetzt aus einer Landscape und rundherum den Rest, den mache ich normal aus meinen Meshes, meine Straßenhäuser etc. sind halt einfach verschiedene Meshes. Könnte man zum Beispiel so machen. So, und dann war es das auch schon mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder. Auf Wiedersehen!